Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Vampire's Dawn. Wir spielen heute ohne die gute Miss Gaudete, aber dafür wird sie ein andermal wahrscheinlich wieder dabei sein. Okay, also das lag daran, wir haben da über Laptop aufgenommen und deswegen gab es immer mal ein paar Haker und da hat sich das dann halt alles ein bisschen verschoben. Jetzt sollte es aber wieder synchron sein. Dann öffnen wir mal die Truhe. Was ist das für eine Kiste? Das ist eine der seltenen Elras-Kisten. Sie sind magisch verschlossen worden. Die Elras waren eine Gruppe von Magiern, die mit diesen Kisten ihr Hab und Gut beschützten. Beschützten? Ja, denn diese Truhe lassen sich nicht auf normale Art öffnen. Genauer gesagt öffnen sich diese Truhen nur, wenn derjenige, der sie öffnen will, eine bestimmte Intelligenz besitzt, denn die Gegner der Magier waren dumme Krieger und Diebe. So konnten die Elras sicher sein, dass ihre Besitztümer nie von ihren Gegnern gestohlen werden konnten, da diese die Truhe niemals öffnen konnten. Wenn es jemand mit Gewalt versucht, so kommt er meistens dabei um. Ich habe es schon mal ausprobiert, da ich eh nicht sterben kann, aber ich hatte höllische Schmerzen. Heute sind in der ganzen Welt vereinzelt solche Truhen versteckt. Du kannst nur hoffen, dass du klug genug bist, ansonsten wirst du nie den Inhalt zu Gesicht bekommen. Okay, an die Truhen kommen wir also nicht dran. Dann machen wir uns mal auf zum Magierturm. Zum Magierzimmer. Okay, dann hier den Gang lang. Und hier hoch. Das war ja, in dem Eckturm. Also hier. Ich glaube die Treppe. Nee, nicht die Treppe hoch. Sondern einfach nur rum. Hier runter. Offensichtlich nicht. Dann aber hier lang. Auch nicht. Gut. Hätte ich mir eigentlich denken können. Wenn es hier rausgeht in der Mitte, dann geht es da unten ganz raus. Dann müssen wir wohl noch einen Stockwerk höher. Hier noch schnell die Treppe hoch. An den Engeln vorbei. Noch weiter. Nun hier runter. Ich weiß nicht, haben wir das Buch schon mitgenommen? Ich guck mal eben. Hier gibt es nichts weiter Interessantes. Also geht's normal weiter. Hier nach unten. An den Skeletten vorbei. Und hier in das Magierzimmer. Willkommen in meinem kleinen magischen Spielzimmer. Sieht ja ziemlich abgestanden aus. Na, nicht so schnell, Walner. Das ist ein Ort voller mächtiger Magie. Düsterer Magie. Was sind denn das für Schreie? Das sind die gequälten Schreie der Seelen, die hier in diesem Zimmer gefangen sind. Genauer gesagt sind die Seelen in dem mächtigen Apparat dort hinten gefangen. Dies ist ein Stück der dunkelsten Magie, die es je gegeben hat. Es ist ein Seelenumwandler. Ein Seelenumwandler? Was soll das denn sein? Mit diesem Gerät kannst du jede Seele auf dieser Welt in einen Seelenstein verwandeln. Lass dir gesagt sein, Walner, die Vampirmagie verbraucht viele Seelensteine. Ohne Seelensteine könnten wir die über die Hälfte unserer Magie nicht zaubern. Besonders die Beschwörungszauber brauchen Seelensteine. Es gibt drei verschiedene Arten von Seelensteinen. Kleine, normale und große Seelensteine. Je mächtiger der Zauberspruch, umso größer muss der Seelenstein sein, damit du diesen Zauber nutzen kannst. Mit diesem Gerät kannst du Seelen in Seelensteine umwandeln. Und woher bekomme ich Seelen?
Ach, Wallner, stell dich doch nicht so dumm. Töte Menschen, Tiere und alles andere Leben auf dieser Welt. Jedes Lebewesen besitzt eine Seele. Du musst sie nur fangen. Ich soll also Leute töten, damit ich deren Seelen bekomme? Genau, das ist doch ein ganz einfaches Prinzip. Niemals, ihr blutrünstiges Pack. Ach, Wallner, du wirst es früher oder später so nutzen. Glaub mir, je stärker dein Gegner war, umso stärker ist auch seine Seele. Mit dem Seelenumwandler kannst du dann die Seelen in Seelensteine umwandeln. Eine schwache Seele ergibt einen kleinen Seelenstein. Eine normale Seele ergibt einen normalen Seelenstein. Und letztlich ergibt eine starke Seele einen großen Seelenstein. Du kannst auch Seelensteine umwandeln. So ergeben drei schwache Seelensteine einen normalen Seelenstein. Drei normale Seelensteine ergeben einen großen Seelenstein. Aber du musst schon selber aufpassen, ob du die hergestellten Seelensteine auch tragen kannst. Aber das Beste kommt ja noch. Ich gebe dir jetzt die Macht, Seelen zu kombinieren, daraus Mächtiges zu schaffen. Aber das kannst du ja auch selber ausprobieren. Um das Menü aufzurufen, benutze den Gegenstand Menü. Dort kann man vieles einstellen. Unter Option kannst du die Kampfmusik und das System der Chip ändern. Unter Seelen bekommst du etwas Übersicht über deine Beschwörung. Du hast die Möglichkeit, Seelensteine zu mixen. Unter Aufgaben erhältst du eine Auflistung aller Aufgaben, die du noch nicht erfüllt hast. Unter Status erhältst du nützliche und interessante Informationen über deine Leistungen. Die Seelen fängt deine vampirale Aura automatisch. Du musst nur einfach deine Gegner töten. Ich gebe dir jetzt ein paar Seelen, sodass du die Maschine einfach mal ausprobieren kannst. Ein paar Seelen jeder Art erhalten. Ach, übrigens hat Asgard für mich ein Seelenspiel in die Maschine eingebaut. Da kannst du einen Seelenstein einsetzen und bekommst entweder etwas sehr Seltenes oder gar nichts. Ich habe jedenfalls viel Spaß damit und einen Seelenstein habe ich immer dafür übrig. Klingt wirklich interessant. Was für ein barbarisches Spiel. Man spielt um die Seelen unschuldiger Menschen. Haha, also unschuldig ist kein Mensch. Niemand hat eine völlig unschuldige Seele. Vergiss das nicht. Woher weißt du, du vergisst, dass ich deine Gedanken lesen kann? Dann sollte ich aufpassen, was ich denke. Schon gut, teste doch einfach mal den Seelenumwandler. Wenn du bereit bist, schauen wir uns den Rest des Raumes an. Bevor ich es vergesse, hier sind ein paar Speichersteine. Damit kannst du deine Seele überall sichern. 5 Speichersteine erhalten. Sie sind sehr kostbar, also überlege dir gut, wann du sie einsetzt. Die Magie der Speichersteine bedingt, dass man unverwandelt sein muss und alle Beschwörungen gelöst werden. Okay, wir gehen dann mal an das Gerät hier. Und wir stellen einfach mal ein paar Seelensteine her. Und zwar mit normalen Seelen. Machen wir gleich mal alle. 15 normale Seelensteine erhalten. Und wir probieren mal das Schicksalsspiel. Da setzen wir einen normalen ein. Nichts bekommen. Versuchen wir das Ganze nochmal. Wir setzen wieder einen normalen Seelenstein ein. Und wieder nichts. Und nochmal. Okay, das reicht jetzt. Dann gucken wir mal hier in das Regal. Diese Zauberbücher sind für mich nicht lesbar. Hier haben wir einen Judenstern. Und was ist das hier? Das ist ein Seelenassimilator. Hier kannst du die Seelen mit dir selber verschmelzen lassen. Das ist ein sehr mächtiges Gerät, mit dem du deine Macht erweitern kannst. Jede Seele steigert deine vampirale Stärke, Abwehr, Intelligenz oder Geschwindigkeit. Darum deine Eigenschaften zu steigern, musst du mit unterschiedlich vielen Seelen verschmelzen. Für einen Punkt einer Eigenschaft musst du entweder mit 30 schwachen Seelen, 20 normalen Seelen oder 10 starken Seelen verschmelzen.
Wenn ich genug Seelen gefangen habe, stelle mich hier in das Pentagramm. Genau. Dies ist eine gute Möglichkeit, deine Macht zu erweitern. Aber denke daran, dass du für dieses Ritual Seelen brauchst. Seelensteine kannst du nicht verwenden. Überlege dir also gut, wie viele Seelen du zu Seelensteinen umwandelst. Okay, dafür haben wir also eh nicht genug Seelen. Dann gucken wir nochmal in das Regal. Diese Zauberbücher sind für mich nicht lesbar. Und hier? Diese Zauberbücher sind für mich nicht lesbar, also auch nicht. Und was ist in der Kiste? 5 Speichersteine erhalten. Wir werden ja regelrecht zugeschmissen damit. Und was steht hier? Hier sind einige Regale voller Zauberbücher. Schau sie dir mal an. Da sollten 2 Zauber sein, die du jetzt schon lernen kannst, die dir viel helfen werden. Um zum einen der Zauberverwandlung beenden, zum anderen der Beschwörung lösen Zauber. Mit dem ersten kannst du dich wieder in deine ursprüngliche Gestalt zurückwandeln. Mit dem zweiten kannst du alle beschworenen Diener wieder zurückschicken. Wie bitte? Verwandeln und beschworene Diener? Ja, früher oder später lernst du auch den Zauber der Verwandlung. Alle Vampire lernen ihn. Zum einen die Verwandlung in einen Wolf. In dieser Gestalt bist du wesentlich schneller. Zum anderen die Verwandlung in eine Fledermaus. So kannst du lange Strecken in kurzer Zeit überwinden. Und dann wären da noch die Beschwörungen von Dienern. Wenn du mächtiger geworden bist, lernst du, wie man Diener beschwört. Den Golem können wir schon. Dazu brauchst du, wie wir dir bereits gesagt haben, Seelensteine. Je nach Diener einen kleinen, normalen oder großen Seelenstein. Es gibt unterschiedliche Diener, die du beschwören kannst, unter anderem Skelette und Skelettmagier. Sie werden dir ihre untote Gesellschaft leisten und dich im Kampf unterstützen. Also die Kontrolle über Untote, so so. Aber jetzt suche erstmal die beiden Zauberbücher. Ah, hier steht ein lesbares Zauberbuch. Ah, hier ist einer der beiden Zauber. Verwandlung beenden, Zauber gelernt. Diese Zauberbücher sind für mich nicht lesbar. Ah, hier steht ein lesbares Zauberbuch. Ah, hier ist einer der beiden Zauber. Beschwörung lösen, Zauber gelernt. Dann müsste das hier auch nicht lesbar sein. Hier stehen einige Bücher, deren Titel in einer mir unbekannten Sprache verfasst sind. Dann verlassen wir mal wieder. Na schön, jetzt hast du mein kleines Magierzimmer gesehen. Als nächstes zeige ich dir ein bisschen die Umgebung. Wir sollten die Burg verlassen und in östliche Richtung gehen. Da steht eine Mine, die ich dir zeigen möchte. Ach, noch was, wie dir vielleicht aufgefallen ist. Heilen deine Wunden automatisch, seit du ein Vampir bist. Die Heilungsrate kannst du im Zusatz mit dem Status abrufen. Okay, dann lass uns mal zur Mine gehen. Okay, das Schreien hört jetzt auch auf. Und dann gucken wir mal, wie wir am schnellsten runterkommen. Ich gehe einfach mal hier lang. Die Regale haben wir, glaube ich, alle abgeklappert. Dann den Gang lang. Können wir uns schon eine Fledermaus verwandeln, wäre das alles kein Ding. Dann würden wir einfach den Turm hochgehen, von da runter fliegen und dann aus dem Schloss raus. Aber so müssen wir noch den langen Weg gehen. Okay, hier die Treppe runter. Und dann müssten wir ja auf der anderen Seite wieder die Treppe runter und dann müssten wir in dem Eingang zum Innenhof stehen. Also hier. Genau. Nun laufen wir einmal außen rum. Und hier rein. Hier ist dann der Eingangsbereich. Und nun geht's den Berg runter. Den sind wir, glaube ich, schon mal gelaufen. Wo wir verwandelt wurden. Okay. Nun, eigentlich immer geradeaus runter. Nur hier kommt jetzt kein Wald mehr. Okay, jetzt laufen wir mal über die Welt. Und in... Das hier ist meine persönliche Silbermine. Silber? Du lässt Silber abbauen? Ja. Ich weiß, es ist widersprüchlich. Wir bauen Silber ab und verkaufen es an die Menschen, um so Geld zu bekommen.
das wir wiederum ausgeben, indem wir von den Menschen Dinge für uns kaufen. Ich verstehe gar nichts. Ihr tötet Menschen und ihr verkauft ihnen Silber? Nun ja, unter den Menschen gibt es Verräter. Menschen, die mit Vampiren handeln, um so zu Reichtum zu kommen. Und diesen Verrätern verkaufen wir auch unser Silber. Und erhalten so unser Geld, welches wir wiederum ausgeben, um zum Beispiel Bluttränke zu kaufen. Diese Verräter verkaufen Bluttränke? Wo haben sie die denn her? Tja, es handelt sich hierbei um ein Gemisch aus Tier- und Menschenblut. Es gibt halt auch Menschen, denen Geld alles bedeutet. Da gibt es also auch genug Vampire, die mit diesen Verrätern handeln? Nun, die Anzahl an Vampiren ist seit dem Heiligen Krieg sehr gering. Doch sie sind sicher nicht ausgestorben. Verdammt, habe ich außerdem weitergedrückt? Tut mir leid. Naja, und diese Verräter wirst du mir sicher nochmal zeigen, nehme ich an. Genau, doch jetzt wollen wir mit dem Oberaufseher sprechen. Die Mine wurde vor kurzem von den Menschen angegriffen. Und jetzt gibt es noch ein arbeitendes Skelett. Das abgebaute Silber wird übrigens in meinem Schloss kurz vor meiner Gruft gespeichert. Da holst du auch dein Silber immer ab? Richtig. Und dann bringe ich es zu den Menschenverrätern. Wallner, du solltest aber wissen, dass der Verkauf von Silber ein zwiespältiges Geschäft ist. Die Menschen nutzen das Silber natürlich, um Waffen und Rüstungen herzustellen. Denn die Menschen machen sich wohl inzwischen Gedanken darüber, was mit ihren Speeren passiert ist, die die Mine begutachtet haben. Es ist wahrscheinlich unvermeidbar geworden, dass unsere Existenz bekannt wird. Bis dahin müssen wir aber stark genug geworden sein, um die Menschen aufhalten zu können. Aber die Menschen sind inzwischen deorganisiert, seit Vincent Weinert gestorben ist. Du scheinst dich ja inzwischen sehr gut auszukennen, dafür, dass du nicht wesentlich älter bist als ich. Vergiss nicht, ich bin ein Vampir der ersten Generation. Ich bin wesentlich mächtiger als du. Ich bin auch wesentlich lernfähiger. Aska brauchte nur wenige Stunden, um mir unsere Situation zu erklären. Hört auf, euch zu streiten. Wir regeln erst einmal die Minenangelegenheiten. Dann gehen wir weiter nach Osten und statten der Stadt dort einen Besuch ab. Okay, hier haben wir wieder eine Maus. Vielleicht erwischen wir die ja. Gut, lassen wir das erstmal. Und gehen dann hier hoch. Hier hört man das schon klopfen. Na, wie geht es meiner Mine? Wird schön viel Silber abgebaut? Ja, Gebieter. Die Arbeiter sind fleißig, Gebieter. Wollt ihr mehr Arbeiter erschaffen? Also ich denke, mehr Arbeiter wären gut. So sei es. Ich verwende 5 eurer normalen Seelensteine dafür. Ihr habt nun einen Arbeiter mehr, Herr. Gucken wir, ob wir gleich noch einbauen können. Na, wie geht es meiner Mine? Wird schön viel Silber abgebaut? Ja, Gebieter, die Arbeiter sind fleißig. Wollt ihr mehr Arbeiter erschaffen, Gebieter? Also ich denke, mehr Arbeiter wären gut. So sei es. Ich verwende 5 eurer normalen Seelensteine dafür. Ihr habt nun einen Arbeiter mehr, Herr. Okay, nun haben wir hier 3. Und dann verlassen wir die Mine mal wieder. Ein Kampf, ein Braunbär und ein Goblin. Ich glaube, wir versuchen das mal mit Blutsaugen erstmal beim Bären. Und ansonsten einfach raufhauen. Nun trinken wir da mal eben. Der fängt an zu bluten. Okay, hat nicht viel gebracht. Wir haben wohl schon unser maximales Blut. Also einfach angreifen, Schaden machen. Gut, Elaine macht ja nicht so viel. Ich glaube, ich hatte noch Erinnerung, dass die Bären 30 und die Goblins 35 Life hatten. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber so viel kann er jetzt ja nicht mehr haben. Wobei der auch noch ganz gut Schaden bei uns macht. Das Blut eurer Gegner bedeckt den Boden. 15 Erfahrung bekommen. Schwache Seele erhalten. Schwache Seele erhalten.